Seit gut einem Jahr sind Sie der Direktor von der Schweizer Paraplegikervereinigung, Laurent Prince. Sie sind quasi der Chef von allen Rollstuhlclubs in der Schweiz. Wie sind Sie zufrieden mit dem letzten Jahr? Ja, also sehr natürlich, weil ich glaube, wir haben ein Thema, das alles überstrahlt hat in diesem Jahr. Und das sind die erfolgreichen Paralympics. Und da dürfen wir wirklich auf ganz erfolgreiche Spiele zurückschauen und sind auch voller Stolz auf die erfolgreichen Spiele. Aber ich glaube auch, die erfolgreichen Athletinnen und Athleten sind auch sehr, sehr starke Persönlichkeiten, wo wirklich auch die ganze Thematik, die uns so wichtig ist, auch sehr, sehr gut repräsentiert haben. Und das ist wirklich eine Zeit, wo man mit sehr viel Genugtuung, Zufriedenheit und Stolz zurückschaut auf den letzten Sportsommer. Es hat das letzte Jahr aber auch noch so ein bisschen eine Kehrseite. Was ist das genau für eine? Ja, für die SPV, wir haben den Sport, der sehr wichtig ist, der Leistungssport, der Spitzensport, aber auch der Breitensport natürlich, der bei uns ein grosses Thema ist. Wir wollen unsere Mitglieder bewegen, das ist die eine Seite. Aber wir haben auch die andere Seite bei der SPV und das ist wirklich ein Thema in dem lebenslangen Feld, wo wir für unsere Mitglieder da sein wollen. Und das sind Beratungsleistungen und dort sind wir sehr, sehr stark gefordert gewesen im Bereich Lebensberatung. Wir haben rund 1'000 Menschen, die unsere Hilfe gebraucht haben im Bereich von der Lebensberatung. Wir haben rund 500 Mitglieder, die auch unseren Rechtsdienst beansprucht haben. Und wir haben über 300 Umbauten dürfen machen. Auch das, denke ich, das ist eine positive Zahl. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr stark gefordert gewesen in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit für ganz viele Mitglieder. Darum ganz, ganz schöne Seiten, aber auch Schattenseiten natürlich. Ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen aufs laufende Jahr. Wo werden Sie sich da besonders darauf fokussieren? Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite im Bereich von der Clublandschaft, von unserer dezentralen Organisation, stark tätig sein. Das sind ganz viele Ehrenamtliche, die überall in der Schweiz verteilt, die in einem Rollstuhlclub unterwegs sind. Wir gehen davon aus, dass die Aktivitäten wieder können wirklich ganz starten können. Und ich glaube, da wenn wir ganz nah bei den Clubs sind, dass sie das auch machen können, das können umsetzen und da unseren Support erfahren. Und auf der anderen Seite, wenn wir auch da sind, auch weiterhin natürlich, und wir spüren da auch wirklich das Bedürfnis, dass wir mit unseren Dienstleistungen, die direkt an die Mitglieder gehen, dass wir dort wirklich dienstleistungsorientiert unterwegs sind. Mit unseren, und das möchte ich ganz, ganz stark auch betonen, mit unseren wirklich kompetenten, motivierten Mitarbeitenden hier in Nottwil, in Muhe, aber auch in Biel. Freuen wir uns auf ein spannendes Jahr. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Laurent Prince. Danke vielmals.